RBB Kultur. Musik der Gegenwart. Mit Margarete Zander einen schönen guten Abend. Heute geht es um die Blockflöte und damit wir sie in ihren schönsten Farben erkennen können und begreifen, was das für ein spannendes Instrument ist, habe ich einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Susanne Fröhlich. Hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein darf heute. Ich freue mich. Sie kennen ganz bestimmt viele Geschichten von Leuten, die als Kind Blockflöte spielen mussten und sie nach kurzer Zeit nie wieder angefasst haben. Warum sie dran geblieben sind und sogar darüber promoviert haben, darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Aber zuerst die Frage, gibt es eine Lieblingsblockflöte im Moment? Im Moment auf jeden Fall. Ich habe ja gerade mein Forschungsprojekt beendet und innerhalb dieses Forschungsprojektes habe ich ein Instrument weiterentwickelt und das spiele ich gerade rauf und runter. Also ich kann mir ein Konzert ohne dieses Instrument nicht mehr vorstellen. Und zwar heißt dieses Instrument Helder Tenor. Den habe ich jetzt weiterentwickelt und somit nenne ich den jetzt Helder Jan Tenor. Und dazu sage ich später auch noch ein bisschen mehr. Da freue ich mich drauf. Wir hören jetzt erstmal Musik. Musik komponiert von Eva Reiter für ein Quartett, in dem sie mitgespielt haben, das sie mitgegründet haben, das Quartett QNG. Und das Stück heißt Zug ins Gelobte. Thank you.
Oh.
Sie hören Musik der Gegenwart auf RBB Kultur. Im Mittelpunkt steht heute die Blockflöte und eingeladen habe ich die Blockflötistin Susanne Fröhlich und sie hat mitgespielt bei diesem Stück, das Sie gerade gehört haben. Es heißt Zug ins Gelobte und ist komponiert im Jahr 2010 von Eva Reiter. Gespielt hat das Quartet New Generation QNG und Sie mögen vielleicht denken, Blockflöte, waren das Blockflöten? Sicher nicht die, die Sie aus der alten Musik kennen. Es waren Petzold-Blockflöten und die sind im 20. Jahrhundert neu entwickelt worden, erinnern so ein bisschen an hölzerne, viereckige Orgelpfeifen, Susanne Fröhlich. Ja, die Idee entstand tatsächlich daher heraus, Bassblockflöten für Kinder spielbar zu machen, aber auch überhaupt die Bassblockflöten weiter zu verbreiten. Sie waren zu der Zeit einfach noch nicht so erschwinglich. Daher war das Ziel, kostengünstigere Bassblockflöten zu entwickeln. Deshalb sind die Instrumente eckig, gebaut aus Sperrholz und oben geknickt, dass auch Kinder diese Instrumente spielen können. Also das heißt, die Größe wird insgesamt ein bisschen kleiner. Sie sind jetzt vollkommen beklappt. Das heißt, man muss die Finger nicht mehr so weit strecken, sondern kann jetzt einfach die Finger auf Klappen legen und kann dann wunderbar darauf spielen. Ich muss dazu sagen, dass heutzutage diese Instrumente gar nicht mehr wegzudenken sind vom Musikmarkt. Ich glaube, sie werden mittlerweile weltweit sogar gespielt, also zumindest auch vertrieben und ganz unterschiedlich eingesetzt, also von Blockflöten-Ensembles, Chören bis zu Solisten. Also es haben dann mehr und mehr professionelle Blockflötisten und Blockflötistinnen dieses Instrument entdeckt, gerade diese besondere Klangwelt. Und diese Klangwelt haben sie dann auch zusammen mit Komponisten und Komponistinnen weiterentwickelt. Und seit den 90er Jahren werden mehr und mehr neue Stücke dafür geschrieben. Also ich spiele dieses Instrument tatsächlich in allen meinen Konzerten. Ich kann sie mir gar nicht mehr wegdenken. Also das wäre jetzt dann sozusagen mein zweites Lieblingsinstrument, um auf die Frage zurückzukommen vom Anfang. Und setze sie auch gerne ein in Installationen, in der experimentellen Musik, in Opern. Also sie werden wirklich ganz vielfältig eingesetzt. Susanne Fröhlich, eine sehr vielseitige Blockflötistin. Zuletzt haben wir sie mit einem neuen Stück von Eva Reiter gehört, das in Donaueschingen bei den berühmten Donaueschinger Musiktagen für Aufsehen gesorgt hat. Das Stück Wächter von Eva Reiter, geschrieben für Orchester und Chor. Und die Solisten waren eine Bassquerflöte und zwei Petzold-Blockflöten. Eine davon hat Eva Reiter selbst gespielt und die andere haben Sie gespielt. Mhm. Welche Rollen hatten diese beiden Blockflöten im Kontext mit dem Orchester, das ja nicht auf seinen Instrumenten gespielt hat? Das war auch so ein bisschen der Eklat oder das Aufsehen, was dieses Stück erregt hatte. Mhm. Sondern die Musiker des Orchesters, 60 durften mitspielen, mussten ihre Instrumente gegen Rohre aus dem Baumarkt tauschen, BVC-Rohre. Welche Rolle spielten da diese Petzold-Flöten, Frau Fröhlich? Also die Klangwelt der Petzold-Bässe passt total zu diesen Rohren. Und wie man ja schon bei Zug ins Gelobte gehört hat, kommen aus diesen Petzold-Bässen ja nicht nur normale Töne heraus, sondern da pfeift es auch mal und es prustet da raus. Sie hat auch zusätzlich noch Trichter verwendet, also diese Idee von Rohren geht viel weiter zurück schon in ihrer Vergangenheit als Komponistin. Und da sind die Petzold-Bässe super passend, ja, genau wie die Bassquerflöte, die dann noch elektronisch verstärkt bzw. manipuliert wurde. Da hat, glaube ich, gar keinen einzigen, in Anführungszeichen, normalen Ton am Anfang gespielt. Alles wurde da sozusagen verzerrt, manipuliert. Und die Petzold-Bässe haben so eine Manipulation gar nicht mehr nötig, weil sie sowieso schon so fremdartig klingen. Also egal, ob ich jetzt da mit meiner
Stimme noch dazu singe oder das Labium schließe und dann Luftgeräusche mache, das mischt sich extrem gut eben diesen Rohren oder Röhren, die da verwendet wurden vom Orchester und vom Chor. Und die haben ja nicht nur Rohre gespielt, sondern haben auch teilweise so Voice Changer bekommen, die dann wiederum die Stimme verändern. Dann gab es noch Glissando-Flöten, die dann einfach so, wenn man da unten den Stab zieht, einfach so diese Glissandis nach unten machen. Die wurden dann manchmal auch wieder zugeklebt, das heißt, da kam dann nur Luft raus. Und der Chor hat dann gleichzeitig auch noch gesungen und gesprochen. Und diese Klangwelt hat sich einfach unglaublich gut gemischt. Und da könnte ich mir jetzt keine Standard-Blockflöte mehr vorstellen. Also das würde nicht funktionieren. Wir hören mal rein in Wächter von Eva Reiter. Soweit Eva Reiters Wächter, ein Stück für zwei Petzold-Bässe, Bassquerflöte und Rohrorchester, uraufgeführt bei den Donaueschinger Musiktagen in diesem Jahr am 20. Oktober vom SWR Sinfonieorchester unter der Leitung von Tito Ceccherini. Mitgewirkt haben der Deutsche Kammerchor, Michael Schmidt als Bassquerflötist und Petzold-Flöten haben gespielt Eva Reiter, also die Komponistin selbst, und Susanne Fröhlich. Und Susanne Fröhlich ist heute bei uns auf RBB Kultur in Musik der Gegenwart. Frau Fröhlich, man hört immer wieder Geschichten, dass Kinder Blockflöte spielen mussten und sie dann ganz schnell wieder loswerden wollten. Bei Ihnen war das anders. Mussten Sie Blockflöte spielen und warum sind Sie dran geblieben? Das ist eine super Frage. Ich musste am Anfang Blockflöte spielen, tatsächlich, weil meine beiden älteren Schwestern auch Blockflöte gespielt haben. Und ich hatte aber das Glück, bei einer Lehrerin zu landen, die zu der Zeit ganz neu, ganz frisch an die Musikschule kam und mit ganz neuen Ideen tatsächlich an diese Musikschule kam.
und die mit mir schon ganz früh auch tatsächlich neue Musik gemacht hat und mit mir auch in Ensembles gespielt hat, mich auf Meisterkurse mitgenommen hat und mich auch zu Jugendmusiziert gebracht hat, ja, dass ich dann auch einfach lerne, bei Wettbewerben mitzumachen, da mal ein Programm vorzubereiten und so. Und da war es ja tatsächlich Pflicht, ein neues Musikstück immer zu spielen. Und das war dann aber nicht für mich ein Muss, sondern ich fand es immer toll, mich mit diesen neuen Klängen auseinanderzusetzen, in diese neuen Klangwelten einzutauchen, zu experimentieren. Also das hat mich tatsächlich an der Blockflöte gehalten. So diese alte Musik fand ich dann fast langweilig im Gegensatz zu dem, was die neue Musik zu bieten hat. Und ich bin eher ein Typ, ich mag das praktisch zu arbeiten. Das heißt, ich finde es toll, mit einem Komponisten oder einer Komponistin zusammenzuarbeiten, mit der auf Klangsuche zu gehen und nicht nur in der Bibliothek zu sitzen und da irgendwie in staubigen Büchern nachzublättern. Wie könnte das damals geklungen haben? Also ich lebe da schon sehr gerne im Hier und Jetzt und finde es dann auch ganz toll, mit zeitgenössischen Blockflötenmodellen zu experimentieren und zu sagen, was ist denn eigentlich die heutige Ästhetik und Praxis? Was will ich denn eigentlich spielen können? Da kann man mal sehen, wie wichtig diese Lehrerinnen und Lehrer sind. Wie hieß die? Wo war das? Inge Reinelt in Passau an der Städtischen Musikschule. Ich habe immer noch Kontakt zu ihr und habe auch jetzt letztes Jahr beim Kurs mitgemacht. Also ich habe selbst einen Kurs gegeben dort und ein Konzert gegeben mit neuer Musik und die Leute waren total begeistert, ja. Und erst meinte meine Mutter so, um Gottes Willen, willst du wirklich nur neue Musik spielen oder kommt doch niemand? Und dann war das voll, ja. Es kamen so viele Leute und die haben das so genossen. Wir haben so eine Art Wandelkonzert gemacht. Also ich hatte noch einen Kontrabassisten dabei und einen Schlagzeuger. Und dann haben wir die Leute echt auf eine Reise mitgenommen. Und sowas finde ich toll, dass man die Leute so faszinieren kann und so entführen, in andere Welten entführen kann mit dieser Musik. Ja, das ist natürlich mit jeder Art von Musik möglich. Aber das ist eben jetzt mein Zugang, mit dieser neuen Musik die Leute zu entführen. Einer, der einen auch wunderbar begeistern konnte für die zeitgenössische Musik auf der Blockflöte, eigentlich für alle Entdeckungen auf der Blockflöte, war in Berlin Gerd Lünenbürger. Mhm. Der hat mich wirklich begeistert, hat einmal mit mir einen Riesenstapel Noten durchgeblättert und ich hätte am liebsten sofort jedes Stück von ihm gespielt gehört. Ich hatte wirklich Lust, mehr zu hören, mehr zu entdecken. Wie war das bei Ihnen im Unterricht mit Gerd Lünenbürger? Also Gerd konnte unglaublich begeistern für neue Musik auch. Und mich hat dann vor allem seine detaillierte Herangehensweise an die Musik so fasziniert, dass er wirklich bis ins letzte Detail guckt, was steht da und wie sollte oder müsste es dann klingen, was geht dann eigentlich mit unserem Instrument. Zu der Zeit gab es jetzt noch nicht so viele zeitgenössischen Neuentwicklungen, sage ich jetzt mal. Das heißt, Gerd hat sich ganz viel mit den begrenzten Standardinstrumenten beschäftigt und da aber versucht, wirklich das Maximale rauszuholen. Und das können wir jetzt auch gleich tatsächlich mit einem Stück tun, wo ich das unglaublich gelungen empfinde, und zwar ist es das Stück von Giacinto Celsi, eigentlich geschrieben für Saxophon, und er spielt es auf einer G-Altflöte, also sprich einer Renaissance-Blockflöte. Allerdings eine Art Neuentwicklung tatsächlich, aber inspiriert eben von historischen Instrumenten, und die ermöglichen es durch größere Tonlöcher und ein offeneres Voicing dynamisch relativ viel umzusetzen. Thank you.
Gerd Lünenbürger hat uns mitgenommen in diese seltsam archaische Welt von Giacinto Scelsi. Das war die Nummer 3 der Trepezzi, eigentlich für Saxophon komponiert, im Jahr 1956. Gerd Lünenbürger war von 1991 bis zu seinem Tod 2010 Professor an der Universität der Künste in Berlin. Er war der Lehrer von Susanne Fröhlich und sie ist heute hier bei uns Gast auf RBB Kultur. Frau Fröhlich, Sie haben schon gesagt, wie sehr Gerd Lünenbürger Sie begeistern konnte für die Musik, auch für die Details. Und man sollte meinen, da hätten Sie ausgelernt. Aber Sie haben noch jemanden entdeckt, wo Sie sagten, der hat alles Bisherige auf den Kopf gestellt. Johannes Fischer. Was ist passiert? Ich habe Johannes kennengelernt bei einem Wettbewerb in Darmstadt. Und zwar für zeitgenössische Sololiteratur für Blockflöte. Und wir haben uns kennen und lieben gelernt, muss ich fast sagen. Beziehungsweise, es war dann eher auch irgendwann so eine Hassliebe, weil wir unglaublich viel diskutiert haben. Wie denn heute Musik gespielt wird auf der Blockflöte, was die heutige Spielpraxis hergibt, beziehungsweise was die Instrumente auf dem heutigen Markt hergeben. Und Johannes Fischer ist ein totaler Vertreter zeitgenössischer Blockflötenmodelle. Er sagt, wir brauchen diese Instrumente. Und da stimme ich ihm total zu. Also und da muss ich noch kurz ein bisschen zurückgehen, weil in meinen Studien bei Gerd und in Amsterdam bei Paul Lehnhautz und Walter von Haue habe ich tatsächlich gelernt, das Maximale aus meinen Instrumenten herauszuholen. Also ich fand es jetzt nicht schlimm, neue Musik auf dem Renaissance-Instrument oder Barockinstrument zu spielen. Ich fand es immer eine tolle Herausforderung, wirklich bis an die Grenzen zu gehen und zu gucken, wie weit kann ich da noch gehen, ja, oder vielleicht sogar die Grenzen überschreiten. Und Johannes hat mir dann gezeigt, was so ein neues Instrument tatsächlich kann. Er hat mir dann was auf dem Helder-Tenor vorgespielt und erst da habe ich dann verstanden, über was wir die ganze Zeit diskutieren, weil ich war mir der Meinung, ich kann das doch trotzdem, egal was ich für ein Instrument gerade bei mir habe und auf welchem Instrument ich gerade spiele. Er hat mir dann einfach gezeigt, okay, du konntest bisher aber nie leise in der dritten Oktave spielen. Du konntest nie in Forte C da unten spielen oder in Forte Fis, ne? Du konntest nie ein richtiges Ende spielen auf einer Flöte, ja, weil du immer vorher abzwicken musst, ansonsten fällt der Ton ab. Und das war eben das, wo ich auch gesagt habe, okay, da stellt jetzt gerade die ganze Spielpraxis auf den Kopf. Das kann ich mir oder konnte ich mir bisher nicht vorstellen. Und das war für mich echt so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, da gibt's echt tatsächlich noch mehr. Und das hat mich dann dazu inspiriert, diese Forschung anzufangen. Ja. Ich habe mir dann von dem Preisgeld, was ich gewonnen habe bei diesem Wettbewerb, tatsächlich den Helder Tenor gekauft, weil ich dachte, ich muss dieses Instrument jetzt haben, es geht nicht mehr. Ich kann jetzt nicht so tun, als wäre das nie gewesen, als hätte es diese ganzen Diskussionen nie gegeben. Und ehe wir da jetzt in die Tiefe gehen, möchte ich gerne mit Ihnen ein Stück hören und das ist Grenzgänge von Gerhard Braun. Perkussiv, farbig, dicht,
einschmeichelnd, witzig. Man staunt doch, was auf einer Blockflöte alles möglich ist. Auch an Kommunikation mit dem Publikum. Das Stück hieß Grenzgänge. 2006 hat Gerhard Braun es komponiert und gespielt hat es Johannes Fischer auf einer ganz besonderen Flöte. Und in diese Flöte ist Susanne Fröhlich, unser Studiogast, verliebt. Sie hören RBB Kultur, Musik der Gegenwart. Und wir steigen heute ganz tief ein in die Welt der Blockflöten, so wie Sie durch den Helder-Tenor. Der Helder-Tenor wurde Anfang der 90er Jahre entwickelt von dem niederländischen Blockflötenbauer Maarten Helder. Und sein Ziel war es, eine neue Dimension ins Blockflötenspiel zu bringen und einen neuen Standard im Blockflötenbau zu setzen. Und das konnte man jetzt mit dem vorherigen Beispiel ganz schön hören. Man hat jetzt viel mehr dynamische Möglichkeiten. Die Palette an Klangfarbenmöglichkeiten wird viel größer. Also alles, was man bisher nur begrenzt tun konnte, kann man jetzt einfach viel mehr tun. Und für mich ist es jetzt einfach so, dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt die zeitgenössische Musik tatsächlich natürlicher, aber auch authentischer und expressiver spielen. Und es macht mich insgesamt viel zufriedener, wenn ich so eine Partitur vor mir liegen habe. Und das Schöne ist, Sie haben uns diese Flöte mitgebracht. Sie schauen sie an. Wir können nicht nur im Internet dieses wunderbare Filmchen anschauen, wo Sie erklären, was jetzt alles neu ist, sondern wir haben die Möglichkeit, Ihnen jetzt zuzuhören. Aus dem Internet erinnere ich, dass Sie manche Griffe zeigen, die jetzt viel einfacher geworden ist, zum Beispiel das Überspielen von einer Oktave in die andere, dass Sie sagen, das dreigestrichene A ist jetzt viel weicher, also man kann das wirklich gut hören, es kratzt nicht mehr im Ohr oder es schmerzt nicht mehr, man hat keine Angst davor. Und die Tiefen sind verstärkt oder ausgewogener auch, also man kann sie lauter spielen. Mögen Sie uns ein bisschen was davon vorführen? Ja, sehr gerne. Also jetzt könnte ich zum Beispiel was von der untersten Oktave zeigen, die Ausgewogenheit. Und ich habe am Anfang schon erwähnt, dass eine Blockflöte normalerweise am Ende immer so abgezwickt werden muss, da der Ton sonst abfällt. Ich mache das mal kurz vor. Also wenn ich jetzt nichts mache dann, und einfach nur weniger blase, wird der Ton zu tief und fällt dann irgendwann weg. Und jetzt durch dieses flexible Mundstück kann ich während des Spiels den Block bewegen und es klingt dann so. Also sprich, den Ton tatsächlich anders abzuschließen. Ja, also ich kann jetzt ins Nichts zurückgehen und für mein Gefühl ein richtiges Ende geben. Also ich muss jetzt nicht nur abzwicken, sondern ich kann jetzt einfach zurückgehen. Man erlebt es ja häufig bei Blockflötistinnen und Blockflötisten. Wir hatten vorhin Eva Reiter, wir hatten Gerhard Braun, die waren selber oder sind Blockflötisten. Haben Sie Lust bekommen, selber zu komponieren? Ja, tatsächlich auch während meiner Forschung, weil ich meine Findungen und die Klänge, die ich auf diesem Instrument machen möchte, in Kompositionen einarbeiten wollte. Ja, ich möchte sozusagen die zum Leben bringen. Und dann habe ich Stücke in Auftrag gegeben, aber tatsächlich auch mit einem Komponisten und Klangkünstler zusammen ein Stück entwickelt. Da war ich dann tatsächlich für meinen eigenen Part 100% selbst verantwortlich. Natürlich inspiriert von dem, was Gerrit K. Schamer, der Komponist, mir gegeben hat mit der Elektronik. Und diese Zusammenarbeit war einfach unglaublich. Also es war so intensiv, weil wir von Anfang an zusammen an diesem Stück gemeinsam gearbeitet haben. Ja, also es heißt, er hat mir was gezeigt, was er gerade für einen Lautsprecher entwickelt. Und dann habe ich ihm wiederum meine Improvisationen über dieses Material geschickt. Und dann haben wir uns peu à peu weitergehangelt und haben dann das Stück Semaphore entwickelt. Gerrit K. Schamer, muss man sagen, ist Klangkünstler und Komponist und er hat dieses Stück mit Ihnen zusammen entwickelt für Helder Jahn Tenor, wie Sie dieses Instrument ja nennen, und einen ganz besonderen Lautsprecher. Wie sieht der aus? Was ist das für ein Lautsprecher? Was macht der? Der Iko Saeda Lautsprecher besteht aus 20 kleinen Lautsprechern. Und mit Hilfe von Reflektoren, die im Halbkreis hinter dem Iko Saeda Lautsprecher aufgestellt werden, können die Klänge, die der abspielt, dreidimensional in den Raum geschickt werden.
Das heißt, Semaphore ist eine Raumklangkomposition. Ich bewege mich auch zu diesen Klängen. Ja, also wir haben tatsächlich so komponiert, dass wir bestimmte Klänge dahin schicken wollen oder dorthin. Und dann habe ich eine bestimmte Position in Relation zum Icosaeder-Lautsprecher eingenommen. Und das war auch dann der Anlass für meine CD, einen Audioguide noch aufzunehmen, um in die einzelnen Kompositionen einzuführen, aber dann auch, um darauf hinzuweisen, dass man bei der zweiten CD Kopfhörer aufsetzen muss, weil wir dieses Stück binaural aufgenommen haben. Das heißt, der Zuhörer hat die Möglichkeit, im Raum zu sein mit uns, wenn er diese Kopfhörer aufsetzt. Die Version, die wir jetzt gleich hören, ist Stereo auch aufgenommen. Jetzt wird es leise in Semaphore und wir blenden uns so ganz langsam aus. Dieses Stück ist entstanden in der Zusammenarbeit eines Klangkünstlers und einer Blockflötistin von Gerrit K. Schama und Susanne Fröhlich. Und Susanne Fröhlich ist heute bei uns. Sie hat geforscht über die Blockflöte, hat die Blockflöte, eine ganz bestimmte Blockflöte, nämlich den Helder-Tenor, weiterentwickelt, worüber auch Herr Helder, Martin Helder, der diese Helder-Blockflöte erfunden hat, sehr glücklich ist und worüber auch, denke ich mal, Komponistinnen und Komponisten glücklich sind. Das folgende Stück ist von Katrin A. Denner. Sie hat komponiert für den Helder-Tenor, aber noch für die Version, die Herr Helder selbst gefunden hat. Genau, in Grave 5, das wurde geschrieben für die Blockflötistin Caroline Elena Fischer. Die beiden haben sich während ihrer Studienzeit kennengelernt. Und ich habe jetzt tatsächlich nochmal einen Schritt weitergehen können mit dieser weiterentwickelten Version des Helder-Tenors. Ich muss dazu sagen, dass bei dem flexiblen Blocksystem diese Flexibilität der Lip-Control, das heißt, es ist dieser Mechanismus, mit dem ich den Windkanal komplett schließen kann, dass der bei der Standardversion auch nur in der Standardposition des Blockes möglich war und nun bei dem verbesserten System in jeder Position des Blockes eingesetzt werden kann. Also sprich, der Charakter des Stückes soll sehr rauschig sein. Das heißt, ich verwende eine weite Blockeinstellung. Das kann ich noch mal kurz zeigen. Also normal klingt der Helder Tenor so. Und jetzt mit der weiten Einstellung viel luftiger. Und jetzt kann ich aber trotzdem eben diese Lip Control verwenden und leiser spielen und leiser werden. Man hört schon, da kommt dann auch so ein Knistern dabei raus. Und das fand die Komponistin total spannend. Sie meinte, es ist doch eigentlich nicht möglich. Und das finde ich interessant, dass Komponisten für ein Instrument schreiben und dann es aber trotzdem zulassen, wenn man nochmal einen Schritt weitergehen kann. Also es sind für mich dann so visionäre Stücke. Das finde ich wirklich spannend, dass heutzutage Instrumentalisten tatsächlich Instrumente weiterentwickeln und dazu beitragen, dass Instrumente weiterentwickelt werden können. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus diesem Stück von Katrin A. Denner, das Sie selbst auf der Helder-Flöte, auf dem Helder-Tenor gespielt haben, Susanne Fröhlich. Thank you.
Soweit In Grave 5 von Katrin A. Denner, gespielt von Susanne Fröhlich auf dem Helder Tenor, einem Instrument, das Sie selbst weiterentwickelt haben. Susanne Fröhlich, wie geht's denn jetzt weiter? Werden Sie mehr Werke für den Helder Tenor, Helder Jan Tenor, in Auftrag geben wollen? Auf jeden Fall, aber ich werde auch weiter mit meiner eigenen Musik machen. Also ich habe ja mittlerweile auch angefangen, mehr und mehr zu improvisieren. Das steht auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Ich bin aber auch, wie gesagt, ein großer Fan der Petzold-Bassblockflöten. Ich habe jetzt mittlerweile 5 verschiedene Größen. Mit denen werde ich auch weiter experimentieren. Also da gibt es auf jeden Fall genug Pläne. Sie haben uns noch ein Stück mitgebracht. Das hat Isang Yun komponiert im Jahr 1993. Der Besucher der Idylle heißt das. Mhm. Was bedeutet Ihnen dieses Stück? Warum haben Sie es auf Ihre neueste CD mitgenommen? Also dieses Stück ist tatsächlich immer noch eine Herausforderung für Blockflötisten und Blockflötistinnen, und manche von ihnen möchten dieses Stück gar nicht mehr spielen, weil es irgendwie so unangenehm liegt für eine Tenorblockflöte. Dazu muss ich sagen, dass Isang Yun das Stück zwar für einen Blockflötisten, und zwar für Walter von Hauel, geschrieben hat, allerdings nicht mit einem bestimmten Blockflötenmodell im Kopf. Also das heißt, er hat jetzt nicht für die besonderen Möglichkeiten und Farben dieses Blockflötenmodells geschrieben, sondern hat einfach an die Musik gedacht. Und Walter hatte dann die Freiheit zu entscheiden, mit welchem Instrument möchte er dieses Stück spielen. Und das ist absolut vom Umfang her für eine Tenorblockflöte gedacht. Allerdings, wenn man jetzt die Dynamik anschaut, wird es echt kritisch. Und mit dem Helder-Jahn-Tenor ist es mir nun möglich, tatsächlich umzusetzen, was in dieser Partitur steht. Thank you.
Der Besucher der Idylle heißt dieses Stück, das Isang Yun 1993 komponiert hat. Und wir haben es gehört, gespielt von Susanne Fröhlich auf einer Blockflöte, die sie selbst weiterentwickelt hat auf dem Helder Jan Tenor. Das ist ein Titel der neuen CD von Susanne Fröhlich. Die heißt schlicht Susanne Fröhlich 21 und ist ganz normal im Handel erhältlich. Ich danke Ihnen für die spannenden und klangvollen Einblicke in die Welt der Blockflöte, Susanne Fröhlich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön. Hier geht's weiter mit den Nachrichten und einem spannenden Programm auf RBB Kultur. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon Margarete Zander.